Seit seinem Amtsantritt beim FC Remscheid ist Thorsten Leger zur Kultfigur geworden. Bei seiner Vorstellung ernannte er sich direkt mal zum Instinkttrainer, der nicht wollte, dass seine Spieler sich, Zitat, den Arsch vollballern. Jetzt gibt es ein neues Highlight vom ehemaligen Bundesliga-Profi. Der Trainer fuchsteufelswild nach der 0:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Wülfrath. Es werden aus dieser Mannschaft drei Mann absolut suspendiert. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn nicht, dann gehe ich freiwillig. Ich brauche keinen. Aber wenn der Verein es mag, immer von den Vergangenheiten zu sprechen und nicht nach vorne zu schauen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Thorsten Legert geht oder die drei Spieler gehen. Weil das ist ein Virus, das ist ein Bacillus. Und sie stören einfach nur das Gefüge mit Undiszipliniertenheiten und Stänkern. Und man sieht eben halt, seit Wochen, seit 8 Wochen bin ich hier tätig. Es liegt nicht an der Trainingsbeteiligung oder an der Trainingsmaßnahmen. Es sind immer dieselben Spieler, die nicht zum Zuge kommen oder sie spielen, wo vom Block ich mitbekomme mit meinen Kollegen Dirk Abel und Christian Steinhauer, wie das eigene Werk unsere Spieler so demütig und deklassieren mit gassensprachlichen Äußerungen. Und das nehme ich mir wirklich zum Herzen. Und da muss der Verein reagieren, weil ich mache das so nicht mehr mit hier. Ich bin leidenschaftlicher Trainer und ich liebe meinen Beruf und meinen Job und ich werde alles daran setzen, auch in der Rückrunde. Aber wenn das jetzt hier nicht in vernünftigen Sachen seine Richtigkeit geht, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen, weil dann muss dieser Virus bleiben und dann kann man weiterarbeiten mit denen, weil das ist ja nicht mehr auszuhalten. Tut mir leid. Der Sinn und Zweck war, und da habe ich mich beirren lassen von meiner Kompetenz, was ich nie getan habe. Erstens hast du keine Befugnis, mir was sowas zu stellen, bist du freier Journalist oder sonst was, bist du Fotograf. Wenn ich sage, es sind drei Personen, ja, werde ich nicht jetzt tätig sein und jetzt Ihnen mitteilen, ja, oder der ganzen Kulisse, wer es ist. Das wird jetzt alles intern gemacht, ich werde es absprechen gleich und dann werde ich versuchen, da einen adäquaten Satz zu erfinden, weil das geht nicht, sonst wird der Verein absteigen und das will ich nicht und das wollt ihr auch nicht.